Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, beziehungsweise hallo und herzlich willkommen zu meiner Setup-Tour, höchstpersönlich. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund eingeblendet, oder ihr seht es gerade im Hintergrund, das ist meine Setup-Tour. Was heißt meine Setup-Tour? Das ist im Moment mein Setup, Daumen hoch erstmal dafür. Und ja, zeige ich euch jetzt erstmal so meine Handys. So, das da, jetzt sind irgendwie sehr meine Handys angekommen. Und das da ist mein altes S5 Mini. Und das da mein neues Samsung Galaxy S7 Edge. Ja, wie gesagt, das S5 Mini ist mein altes. Und das da ist halt mein neues. Und ja, es sind sehr gute Handys, aber ich würde sagen... Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal sofort weiter zu meinem Headset. Aha, da haben wir auch schon meinen HyperX Cloud Pro Gaming Headset. Darüber hört ihr das auch gerade den Sound. Ist ein nice Headset, hat super, hat einen richtig geilen Sound. Ist auch unten alles verlinkt. So, dann kommen wir mal weiter zu dem Herzstück. Obwohl das ist eher kein Herzstück, sondern mein Monitor. Da sieht man auch schon wieder, was für ein dünner Rand der hat. Das ist der Acer. Schlag mich tot. Auf jeden Fall, technische Daten, hat 144 Hertz. Ja, 140 Hertz ist jetzt. Ist eigentlich relativ viel so zum Game. Ist das richtig geil. Also man merkt unbedingt Unterschied von 60 Hertz. 1080p, mehr braucht man auch eigentlich nicht. Ist halt mein Main-Monitor, wo drauf ich spiele und auch Videos schneide. Ist auch übelst geil, weil es so groß ist. Ja. Sehr gut, das ist der Monitor. Also ich bin sehr zufrieden mit dem. Man kann ihn auch eigentlich hoch und runter fahren. So, da kommen wir mal zu meinem zweiten Monitor, wo drauf OBS oder so meistens läuft. Das ist der Monitor von Asus. Vielleicht wollte ich noch den Preis von dem anderen von Acer sagen. Der Acer Monitor kostet, schlag mich tot, 300 Euro so um den Dreh, und der Asus Monitor, den ich jetzt hier habe, kostet nur in Anführungszeichen, ja, da, der kostet keine 300, sondern nur 100. Ja, finde ich, ist ein guter Preis für seinen Monitor. Er hat viele Funktionen, viele Nachtmodus, Kontrast kannst du alles so einstellen. Also er ist schon gut, das Bild ist jetzt nicht so kräftig, aber ist ja auch egal für den zweiten Monitor. Dafür ist ja der erste Monitor da, ja... Sieht man auch wieder die Auflösung. Ich würde sagen, dann gehen wir mal sofort weiter zu meiner Tastatur. So, da sind wir jetzt bei meiner Tastatur angekommen. Und wie wir sehen, ja. Hört ihr auch hier klicken? Das ist eine. Warte, ich. Das Klicken, ja, man hat es gerade gehört. Also. Auch cool. Das ist die Black Widow Chroma. Mit sehr vielen Farbprofilen auch, und die ist echt eine sehr geile Tastatur. Sie ist zwar ein bisschen lauter, aber sonst ist das eigentlich echt geil. Von Razer halt eine sehr gute Marke. Und ja, feiere ich auch unbedingt. Hier sieht man nochmal die ganzen Profile. Da, ja. Feiere ich. Einfach geil. So, sind wir bei meinem Mauspad angekommen. Und das ist das Rocket Kanga. Oder wie das heißt. Ja, keine Ahnung. Es ist ein Stoffmauspad. Fühlt sich geil an. Ist ein bisschen staubig, aber ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt auch mal sofort von dem geilen Mauspad zu meiner geilen Maus. Es ist die Speedlink Dirkus Gaming Mouse Black Edition. Weiß nicht, warte, steht auch wie viel DPI, aber auf jeden Fall hat die sehr viel, 7000 DPI oder so gefühlt. Der Sensor ist sehr genau. Aber dann würde ich sagen, switchen wir gerade zum Herz des ganzen Setups, nämlich dem Tisch. Ne? Nein, Spaß. Zum Computer. Bro. So, da sind wir jetzt am Computer angekommen, und da sehen wir auch sofort, wo mein Finger war. Das war mein Prozessor, ein i7-7700K. Da, wo jetzt meine andere Hand an meinem Finger ist, ist eine Nvidia GeForce GTX 1060 von Asus. Auch eine sehr geile Grafikkarte, damit kann ich aufnehmen und so. Alles top.
Ja, feier ich höchstpersönlich übelst hart. Da ist mein System, Powerline, Netzteil. Wenn es mal hier ist, mein Prime Set 270p von Asus. Auch ein geiles Mainboard. Und dann auch noch der RAM von Corsair. Da sieht man wieder mein ganzes Setup. Da ist es wieder die Gesamt in der hellen Form so. So, und damit verabschiede ich mich von dieser kleinen Setup-Tour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen, was ich euch gezeigt habe. Okay, sagen wir mal so, es war jetzt nicht so 1A, aber schreibt mal bitte, ich werde jetzt noch oben eine Abstimmung einfügen, ob ihr ein Room-Tour sehen wollt. Weißt du, es war jetzt nur so eine kleine Setup-Tour. Es war eigentlich nur der Anfang so. Aber ich kann auch mal eine richtig geile Setup-Tour nochmal machen. Dann würde ich auch. Als ich aber nachkommentiert, wie man es auch gehört hatte, hatte ich ja auch gesagt gehabt, dann mal mitkommentieren, auf wo ich da bin. Und dann habe ich ruhig mal noch irgendeiner, der die Kamera hält und so. Das wäre dann nochmal viel geil. Das weißt du, mal so eine kleine, grobe Setup-Tour. Und dann würde ich dann auch mein ganzes Zimmer zeigen, würde alles ausführlicher berichten, was ist und so. Also, ja. Hier oben ist eine Abstimmung, ob ihr eine ausführlichere Setup-Tour haben wollt. Also, was heißt eigentlich, ist es dann schon eine Room-Tour? Lasst auf jeden Fall ein Like da oder ein Abo oder beides. Und haut da rein! Ich bin, by the way, auch noch bald in Urlaub, aber dazu kommt auch nochmal ein Video. Und haut da rein! Ciao!